So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsesstudio. Wir haben heute ein kleines Testvideo vor, denn ich habe mir eine neue Kamera bestellt und nicht nur eine neue Kamera, ich habe mir auch für die GoPro, die Kamera, mit der ich jetzt gerade aufnehme, ein paar Zusatzaccessoires bestellt. Im Prinzip einen Media-Mod und eigentlich auch einen Light-Mod. Der Light-Mod ist noch nicht da, aber der Media-Mod ist da, den werde ich gleich auch testen. Der hat eigentlich, das ist ein Case drumherum, wo nochmal ein Mikro eingebaut ist, damit der Ton, den ich bei der GoPro ja immer ein bisschen dumpf empfinde, vielleicht noch besser wird. Und vielleicht würde das ja schon reichen und man braucht gar keine ganz neue Kamera. Ich zeige euch mal kurz mit dieser. Das ist die GoPro 9, Hero 9 Black. Mit der nehme ich sonst immer alles auf. Da ist der Adi. Hier ist der Media Mod, das ist hier dieser Kasten, der kommt dann da drum. Das ist hier so ein Windschutz, dass du auch wenn du draußen aufnimmst, dass das alles passt. Hier liegt jetzt die Sony, die wird geladen, hier diese Sony ZV-1. Hier seht ihr die ganzen Handys, ne, wie ich immer anfange und rumrede und mache und tue. Und da ist noch mein Haupthandy und ich muss jetzt immer wieder das gleiche machen, nur immer mit den verschiedenen Kameras. Das heißt, ich werde gleich noch ins Bad gehen, sozusagen ein Unboxing, ein Raid am Mittwoch und ein Beer-Tasting oder irgendwas und dass man mal drin draußen alles hat. So, jetzt habt ihr das gleiche nochmal, die GoPro, aber mit dem Media-Mod und mit dem, eigentlich verbesserten Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, ob das großartigen Unterschied ist. Ich muss jetzt auch extra hier den Selfie-Stick abmachen. Und es ging noch nicht mal in den Media-Mod rein. Ich musste die so reinschieben. Jetzt ist mir hier das ganze Panzerglas abgebrochen, rausgebrochen. Das hat sonst nicht in den Media-Mod gepasst. Jetzt muss ich mir ein neues wieder besorgen oder auch nicht. Ich habe jetzt auch hier diesen Windschutz drauf. Ich mache den mal kurz ab. Wenn der abgeht. So, so ist das Ganze jetzt ohne Windschutz. Ich weiß nicht, ob der Ton jetzt anders ist als mit Windschutz. So ist es ohne. So ist es mit. Das ist mit Windschutz. Hier sieht immer noch alles gleich aus. Und jetzt machen wir die gleiche Ansage gleich nochmal, aber mit der Sony. So, und falls alles gut gegangen ist, müsste ich jetzt dann also die Sony ZV-1 in der Hand haben, die halt jetzt keinen Griff hat und nix. Ich habe da jetzt fix eine SD-Karte rein und ja, sieht schon ein bisschen alles komisch aus, ist auch alles mega nah dran, dafür ist der Hintergrund unscharf, man kann auf jeden einzelnen Pickel drauf zoomen, das sieht schon gut aus. Das ist dann hier der Tisch, jetzt sehe ich es wieder nicht, jetzt muss ich es wieder rummachen. Das ist mein Tisch, ihr seht, das ist das Bild, das ist meine Hand, wenn ich jetzt mit der Hand hier vorgehe, man sieht die Hand ganz deutlich, der Hintergrund ist unscharf. Da steht das jetzt hier mit dem Windschutz, da ist jetzt hier die Kappe ab, sonst was, hier liegt jetzt der ganze Rest rum. Wir zoomen mal hier rüber, da seht ihr auch nochmal die Handys, wie die alle hier rumliegen. Und hauptsächlich geht es jetzt auch gerade einfach um den Ton, wie der Ton bei euch ist, wie der Ton sich bei euch anhört. Wenn ich hier auf den Bildschirm natürlich gucke, muss ich immer so weit hier rüber gucken, dass ich mir wohl angewöhnen muss, in die Kamera zu reden. Was ich sonst nie mache. Ich rede sonst nie in die Linse. Ich gucke immer daneben. Aber das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Auch das ist immer schön fokussiert, je nachdem, was man macht. Wir wollen aber jetzt gucken, wie es aussieht, wenn wir Raid am Mittwoch aufnehmen würden bei der Belichtung bei der Dings drüben und wechseln dafür wieder auf die erste Kamera. So, jetzt ganz kurz mal der Raid am Mittwoch-Test, was halt... Deswegen nehme ich nie die GoPro, weil das ist so hell und so überlichtet, du siehst einfach gar nichts. Aber mal auf den Ton achten. Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Ohne Media-Dings. Wie heißt das denn? Ohne den Kasten. Und jetzt mit Kasten. So, mit Kasten, aber ohne Windschutz. Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Jetzt das Ganze gleich nochmal, aber mit Windschutz, obwohl gar kein Wind da ist. So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Mit Windschutz, mit Multimedia Podcast, Cast, Pod, Pit, Papu. Hier mit Gummiente am Start und Bild ist immer noch einfach zu sehr belichtet. Mal gucken, was die Sony daraus macht. Jetzt holen wir nämlich die Sony ZV-1 rein.
So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und hier ist das Bild nicht ganz so hell und übertrieben. Hier sieht das sogar fast schon normal aus. Das Bild ist auf jeden Fall, müsste besser sein und nicht so ganz grieselig. Wie wenn ich jetzt meine andere Kamera immer nehme, da kann ich das vielleicht sogar einfach dann irgendwo hinstellen und mir ein ganz neues Dings suchen. Also das Bild macht auf jeden Fall einiges her. Der Ton ist wichtig, denn gerade bei Raid am Mittwoch nehme ich immer die andere Kamera, meine alte Kamera, weil ich ja bei Raid am Mittwoch viel rede und deswegen habe ich da immer den Canon Camcorder genommen. Jetzt Unboxing, Bart, gucken wie es da aussieht. So, willkommen zu einer neuen Folge Unboxing auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Und wir zeigen euch jetzt mal, ohne Schlitten, ohne alles, ohne hin und her, diesen Pfandzettel. Den haben wir per Post bekommen. Nein, haben wir nicht, aber normal halte ich das dann immer hier rein. Da sieht man, dass man wahrscheinlich nichts sieht. Gleichzeitig kann ich euch diesen Film zeigen, den halten wir auch mal rein. Den habe ich jetzt letztens erst geguckt, den fand ich richtig stark. Helden der Wahrscheinlichkeit, immer wieder Mads Mikkelsen Filme sind einfach der Bringer. Ihr könnt gleich alles bewerten. Ich denke mal, das Bild seid ihr gewohnt alles. Da, DVD. Guckt euch das an oder auch nicht. Und dann kommt ja noch hier das Zubr dazu, dieses super Bier, was wir letztens getestet haben. Wir werden dann auch gleich noch rausgehen und draußen Aufnahme machen, um mal zu gucken, wirklich bei Wind und Wetter und ein bisschen Natur mit reinzubringen. Adi, was ist denn, Adi, Schatz? Jetzt habt ihr das Ganze im Media Mod, also mit diesem verbesserten Mikrofon drumrum. Das Bild ist ja egal, das brauchen wir euch nicht nochmal alles zeigen. Jetzt machen wir nochmal den Windschutz, den Pop-Schutz dran. Klack, da ist er drauf. Und jetzt habt ihr das Ganze mit dem Media Mod und mit dem Plop-Schutz. Ist halt jetzt kein Ständer dran, sonst wäre das alles ein bisschen höher. Und jetzt wechseln wir zur Sony-Kamera und da bin ich mal gespannt. Weil wenn das mich fokussiert, sieht man den Adi dann überhaupt noch oder ist der unscharf? Weil es wäre mir eigentlich wichtig, dass man den Adi eigentlich sieht, was bei der GoPro ja gewährleistet ist. So, theoretisch ist das jetzt die Sony und ich sehe schon, dass ich es nicht so hinstellen kann, wie ich sonst hinstelle, weil man einfach überhaupt gar nichts sieht, weil ich einfach viel zu nah dran bin. Ich kann euch aber trotzdem mal den Einkaufs... Nein, mein Zettel ist weg. Ich kann euch trotzdem mal den Zettel zeigen, wenn ich den Zettel zeigen will und halte den hier rein. Also ihr könnt da wirklich einfach alles lesen. Es ist gestochen scharf. Es ist richtig toll für Nahaufnahmen. Aber für das Unboxing irgendwie Quatsch. Aber vielleicht kann man das alles einstellen, dass man da nochmal was anderes sieht. Adi, Schatz, was ist denn? Adi, Schatz. Adi, wo soll ich dich denn hinstellen? Hier rüber. Wenn ich nicht weiter nach hinten kann, was mache ich dann, Adi? Was mache ich? Erzähl's mir. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall diese DVD, die ich euch noch zeigen möchte. Da seht ihr auch hinten den Text. Das ist wahrscheinlich auch alles lesbar, glaube ich, oder auch nicht. Und die Zubre. Zubre ist auch noch interessant. Das ist die Zubre. Guckt euch Zubre an. Je näher ich da hingehe, das Gesicht von mir wird unscharf. Aber die Zubre, die wird auf jeden Fall scharf. Auch wenn man die rumdreht, ihr seht hier diesen super goldenen Deckel. Also das sieht wirklich stark aus. Aber jetzt ist der Adi unscharf. Ich bin unscharf. Man sieht trotzdem noch, dass wir irgendwo hier sind. Jetzt ist die Dose wieder scharf. Lauter Spielereien. Ich muss aber mal gucken, ob ich irgendwie was anderes einstellen kann, dass einfach mehr Bild drauf ist. Vielleicht hätte ich da erstmal der Bo fragen sollen, kurz bevor ich überhaupt irgendwelche Aufnahmen mache. Aber der Ton ist ja auch wichtig. Und ansonsten, ja, ist das halt für sowas. Hallo! Ziemlich nah dran, sagen wir mal. Adi, Schatz. Adi, komm mal her, Schatz. Baby, Schatz, Adi. Guck mal, Adi, guck. Guck mal, wie nah du da bist. Guck mal, die Nase. Die Nase. Ja, da, so sieht eine gesunde Katze aus. Katze, genau. Wir lassen dich mal kurz raus, bitteschön. Und melden uns gleich zurück. Nochmal von draußen mit einem Video. Und ja, ist zu nah dran. Es muss weiter weg. Ich muss das umstellen. So, jetzt habe ich noch mal was anderes eingestellt, nämlich den Steady Shot ausgemacht, aber irgendwie... es ist einfach viel zu nah dran, ich weiß nicht. Ja, klar, hast ein Stativ, dann stellst du es bis hier hinter oder was, dann ist es so weit weg von einem, wenn hier nicht so ein fettes Fensterbrett wäre, dann würde das jetzt schon unten auf der Straße liegen, weil ich eigentlich immer alles so hinstelle, direkt hier.
Das Schöne ist halt, wie gesagt, dass man dann schön hier die Sachen zeigen kann, die Produkte, aber seht ihr das? Ja, wie toll das aussieht. Wenn du hier sitzt, machst ein Bier auf und sagst dann Zubre, aber das ist mir alles... Wo sollen wir denn da hin? Da muss ich ja hier, ich leg mich dann in die Badewanne und sag Zubre, was geht da hinten? Ich mach mein Unboxing so, also ich... Ja, keine Ahnung, das ist alles sehr merkwürdig. Und es ist so weit zurück, es ist auf dem letzten Zoom-Teil hier aufs Waschbecken gehangen. Sonst was, ich muss meinen Arm ausstrecken wie nichts Gutes. Es ist auf jeden Fall draußen rumlaufen, irgendwas machen, so nicht schön, so nicht möglich. Aber Zubre, guck, sieht gut aus. Das ist ja wunderbar, so Präsentation, aber... Ah. Adi, was sagst du? Adi, Schatz, alles Gute. Ja, die Augen, guck dir doch die Augen an. Nein. Wenn man unterschätzt man das, weil das hier so vorne dran ist. So, wir probieren das Ganze nochmal ganz kurz mit Ramses Kitchen. Da ist jetzt der Media Mod mit dem verbesserten Mikrofon schon dran. Der Windschutz nicht. Es ist ja hier drin kein Wind. Ich habe jetzt also zwei Dosen Spezi. Einmal Polana Spezi, einmal Leica im Cola Mix. Ist ja dasselbe. Ich mache jetzt mal eine hier auf. Könnt ihr das sehen, was da steht? Nein. Könnt ihr da was lesen? Nein. Wir machen es mal auf. Hört man nochmal auf den Ton. Zack, wir füllen das jetzt mal hier ein in dieses Glas. Und wir wollen das jetzt mal trinken. Da steht auch Jim Beam drauf. Das Jim Beam Glas. Wir drehen das auch mal so rum und zeigen euch das nochmal von der Seite, weil ich filme das ja dann immer so. Das Jim Beam Glas. Für Nahaufnahmen nicht geeignet. Jetzt trinken wir das mal kurz aus. Wir machen das gleiche Video nochmal mit der Sony. So, die Sony habe ich jetzt weggestellt bis in die letzte Ecke. Und wir haben hier zwei Dosen. Einmal Paulaner Spezi. Leikheim Spezi, das Doofe ist, dass der Bildschirm mal daneben ist und man immer daneben guckt. Die können wir euch jetzt mal hier zeigen. Das ist Paulaner Spezi, das ist Leikheim Spezi. Da habt ihr halt das Schöne von der Produktpräsentation, wenn ihr euch das hinhaltet. Ihr seht das, das sieht also richtig stark aus. Jetzt kann ich die Paulaner Dose nicht mehr rumschlängern, aber die kann ich rumschlängern. Und ihr könnt euch das hier angucken, was da steht. Na? Zoom? Zoom doch! Zoom halt! Also nicht Zoom, aber werd scharf, meine ich damit. Ja gut, es hat damit jetzt doch irgendwie ein bisschen Probleme. Okay, die Dosenkante ist scharf, aber die Schrift ist auf jeden Fall Schrift. So müsste man die Schrift haben. Jetzt machen wir hierfür, die lassen wir jetzt mal, wir machen hierfür jetzt also die auf. Werden die jetzt testen und die einfüllen. Die Kamera steht jetzt dreimal so weit weg. Wie die andere. Die andere stand wirklich hier. Die steht hier hinten irgendwo. So, einfüllen. So, dann können wir euch das auch nochmal zeigen. Das Jim Beam Glas. Ja, das sieht ja schön aus, wenn man das nah dahin hält, muss ich schon sagen. Aber es sieht halt komisch aus, wenn man so weit weg ist und man dann immer, weiß ich nicht, man denkt, man muss dann lauter reden, aber vielleicht muss man auch nicht lauter reden, weil das ja sowieso den Ton besser aufnimmt. Das schütten wir uns jetzt auch noch rein. Ne, warte mal. Wir müssen die erstmal nehmen. Wir müssen euch das zeigen. Jetzt sehe ich den Bildschirm wieder nicht, jetzt muss ich den wieder rumklappen, weil das hat ja nur einen. So sieht das hier also aus, das Jim Beam Glas. Ist das nicht herrlich, Hintergrund unscharf, Jim Beam schön da, also wenn wir hier was zu essen stehen haben oder irgendwas. Das sieht auf jeden Fall immer herrlich aus. Das ist die andere Kamera, da seht ihr nochmal den Schriftzug Jim,
Jim Bim, Alter. They call me Slim Jim Bim. Jetzt stellen wir euch wieder hierher. Man muss also nur weit genug weg. Da merke ich auch gleich, dass das Paulaner irgendwie viel fruchtiger und leckerer ist. Während das Laikheim, der Laikheim-Mix irgendwie nur nach alter abgestandener Farbe schmeckt. Trotzdem guckt man immer zu hier in diesen Bildschirm rein, hier an der Seite. Man guckt immer zu in den Bildschirm, ja? Seht euch die Fingers an, man guckt in den Bildschirm. Präsentieren, super, ne? Präsentieren, wunderbar, aber... Wieso geht's eigentlich? Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahmen ist der Dicke und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich einen Windschutz. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal raus und muss draußen noch einen Test machen und dann... Adi! Wieder rumklappen, sieht man nicht. Guckt euch das an! Der ist auch da, sieht man den? Wenn ich immer hier sitze... Nee, normalerweise sieht man den Adi immer, wie er auf dem Schrank ist hinter mir. Ich kann nochmal umswitchen, ob man das wirklich sieht auf dem anderen. So, jetzt steht die Kamera natürlich da, wo die eben stand. Aber normalerweise würde ich ja, wenn ich was mache, die dann hier vorziehen, sodass ich da bin, im Bild bin und man gleichzeitig den Adi auch hinter mir sieht. Weil es ist einfach viel mehr Bild drauf. Das ist in der Kamera so drin. Was ist jetzt besser? Ich finde es schön, wenn man die Katze da hinten sieht. Ich finde es schön, wenn man den im Waschbecken sieht. Aber ich kann mein Jim Beam Glas nicht zeigen, weil das sieht halt kack. Wir gehen jetzt raus und testen draußen noch was und dann kommen wir wieder rein. So, wir sind jetzt hier im Stadtpark angekommen. Ich war ganz kurz im Rewe, habe auch noch kurz was gekauft. Ich habe jetzt halt hier kein Selfie-Stick-Dings oder wie das heißt. Mein Arm ist komplett eingeknickt. Ich halte das so gerade festgeknickt. Ich glaube, wenn ich die andere habe, die muss ich so weit weghalten, wo ich hier schon kaum noch zu sehen bin. Und ich muss auch gleich den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Ich kann euch aber mal die Blümchen zeigen, wenn ich welche finde. Erstmal hier, das sieht auch herrlich aus, es sieht sogar herrlich aus, wenn ich das mit der Kamera filme. Hier sind jetzt so die Griffel überall drauf. Und jetzt haben wir hier noch Blümchen. So, das sieht doch auch gut aus.
gefühlt draußen macht die GoPro auch einen richtig guten Eindruck. Da brauchst du nichts anderes. Draußen passt das vom Licht, von Qualität, von allem. Jetzt laufe ich wieder vor und filme den Weg hier hin dann nochmal mit der anderen. So, andere Kamera am Start. Jetzt halte ich die genauso wie die erste und ihr seht, es ist einfach nichts auf dem Bild, weil es einfach alles viel zu nah dran ist. Jetzt muss ich meinen Arm ausstrecken. So weit. Ich glaube, selbst wenn ich da so einen Selfie-Stick dran hätte, da brauchst du ja wirklich einen, der 5 Meter lang ist. Vielleicht ist der Ton besser, vielleicht sieht das Bild besser aus, aber man muss wieder neben den Bildschirm gucken, für draußen unterwegs, fürs Rumlaufen, finde ich. Das ist jetzt nicht unbedingt geeignet. Ansonsten machen wir das gleiche wie vorhin, wir drehen es mal rum, laufen hier mal hin, wir filmen das mal ab. Das ist bestimmt jetzt auch ein bisschen detaillierter. Trekking-Abbruch. Wir haben hier die grüne Wiese am Start. Ich filme euch auch hier ein paar Blümchen. Einmal Blümchen hier. Einmal Blümchen da. So. Das dürfte jetzt fast das gleiche sein. So, ich weiß jetzt nicht, was es filmt. Ich filme einfach jetzt kurz mich. Ich glaube, draußen ist der Unterschied gar nicht so extrem spürbar bei dem, was ich draußen mache. Es ist halt wirklich nur für die Präsentation von irgendwelchen Sachen. Aber es ist irgendwie, man ist es gewohnt, dran zu sitzen und direkt da zu sein. Vielleicht reicht es ja, wenn der Ton besser ist bei der GoPro jetzt durch den Media Mod. Das muss ich mir noch angucken, nachträglich. Ansonsten bin ich wirklich skeptisch, ob es das wert ist, hier 700, 800 Euro zu bezahlen. Aber ich packe mir erstmal ein Bierchen aus und das filme ich auch gleich noch ab. Und gucken, wie das dann aussieht. Und so, gleicher Anfang. Das filmt jetzt hier einfach von unten. Ihr seht meine Glatze. Ihr seht hinter mir dieses Denkmal. Wenn ich es rumdrehe, habe ich jetzt hier auch lauter Sachen aufgebaut. Wir haben hier die schönen Samyang Bulldog Cheese. Mann, die leuchten richtig. Wir haben hier die Samyang Too Spicy. Die habe ich noch im Rucksack gehabt, weil die wollte ich im Extrem mitnehmen. Wir haben hier eine Flasche Porter in der Wiese stehend. Lausitzer Porter Schwarzbier. Das ist auf jeden Fall genial. Wir haben das Brötchen, die sind fürs Abendbrot eigentlich. Und ich möchte mal mit euch hier so eine... Ja, Moment, ich mach's mal kurz auf. So eine Packung Burger aufmachen. Wir mal den Burger angucken. Wie die Burger aussehen, wenn wir uns die Burger so betrachten. Da ist Burger aus Fleisch, Käse und da drin ist noch was anderes. So, wenn wir jetzt das aufmachen, dann sieht es halt so aus. Wow! Und hier sieht es so aus. Sieht das nicht herrlich aus? Und jetzt nehmen wir die anderen und machen das gleiche nochmal. So, da sitze ich. Und irgendwie ist es jetzt gar nicht so extrem weit weg, wie ich es eigentlich dachte. Also ich kann das hier gemütlich halten und eigentlich meine... Alter, mach jetzt nicht diesen. Hör auf, mich jetzt hier Pluspunkte zu sammeln. Ich sitze auf jeden Fall hier, ihr seht die Glatze, ihr seht das Denkmal hinter mir, ihr seht wieder, man kann hier schön drauf, gestochen scharfe Visage weg, zack, dann vielleicht andersrum. Wir drehen es mal um, wir zeigen euch, was wir hier aufgebaut haben. Wir haben hier die Samyang-Nudeln, pass auf, wir haben hier die Samyang Bulldog Cheese. Guckt ihr das an, oh, wie heftig das aussieht. Du hast die Too Spicy hier. Guck dir das an. Aufs Schicken drauf. Wir haben eine Flasche Porter, die schön präsentiert wird. Lausitzer Porter. Stell mal hier hin. Lausitz. Zack, fertig. Schwarzbier. Da die Brötchen für heute Abend und da ein Burger. Den Burger nehmen wir auch mal in die Hand. Halten den so hin. Drehen den mal. Sieht jetzt besser aus als vorher. Können wir den Käse abmachen, den Käsefilm. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Unterschied ist. Und ihr habt hier das Fleisch. So. Essen müssen wir den nicht. Normalerweise hältst du das dann einfach so hin, redest hier rein. Wenn der Bildschirm nicht daneben ist, guckst du auch automatisch nicht in den Bildschirm. Du guckst sowieso hier in dieses Fenster rein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Ich werde jetzt hier einfach das Porter trinken. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein. Kamera, ja, nein, die alte behalten, das reicht so, das sieht immer gut aus, wir sind die Qualität gewohnt. Oder sagt ihr, was, die neue Kamera ist der Hammer schlechthin. Soll ich alles mit der neuen aufnehmen? Beziehungsweise gut, die Pokémon Go Sachen außerhalb mache ich ja trotzdem mit der GoPro. Und die würde ich ja dann nur für Unboxing und
Ramses Kitchen machen, wodurch man dann den Adi nicht mehr sieht und alles zu nah dran ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao.